Was steckt hinter dem Begriff der mobilen Wärme bei MobiHeat? Wir versuchen dem Heizungsfachhandwerker immer das gute Gefühl zu geben, gut gerüstet zu sein. In allem, was Wärme betrifft. Wenn es einen Umbau gibt, wenn es einen Heizungsnotfall gibt. Wir sind vor Ort mit unterschiedlichen Geräten. Von 3 kW bis 2000 kW können wir alles abdecken. Und haben 2 Standorte in Deutschland, Friedberg und Göttingen. Und können von dort aus ganz Europa bedienen mit unseren Geräten. Welche Geräte bietet MobiHeat für diese Heizungslücken an? Für Wärmenotfälle im Bereich von Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern haben wir Elektroheizmobile bis 40 kW, die diesen Bedarf sehr gut abdecken. Und wenn es darüber hinausgeht, Großgebäude zum Beispiel, dann haben wir 100 bis 300 kW. Und wenn es darüber hinausgeht, zum Beispiel eine ganze Wohnsiedlung, das haben wir in Zellerau gemacht, da ging es dann bis 2000 kW und das ist ein Bereich, den wir durchaus abdecken können mit MobiHeat. Über wen kann der Heizungsfachhandwerker ihre Produkte beziehen? Beziehbar sind unsere Produkte über ihren vertrauten Partner beim SHK-Fachgroßhandel. Unsere Produkte sind jederzeit transparent. Einsatzmöglichkeiten, Informationen können Sie alles aus dieser Preisliste entnehmen. Und wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte auf dem neuesten Stand zu halten und an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Wie haben Sie sich an die Bedürfnisse des Kunden angepasst? Die gelbe Serie, die neue Serie, die wir hier vorstellen, ist komplett mit einer Frostschutzsicherung ausgestattet. Dann haben wir das Bedienelement vom Boden nach oben genommen, sodass sich der Handwerker nicht mehr die ganze Zeit bücken muss, um irgendwas einzustellen. Damit sind wir auf die Kundenbedürfnisse 1:1 eingegangen. Dann gibt es ein Estrich-Aufheizprogramm, das hatten wir vorher auch schon. Aber jetzt richtet sich das nach der DIN-Norm 12.64.4 und läuft stufenmäßig ab. Sie brauchen das nicht mehr nachregeln, es geht von ganz alleine. Sollte mal der Strom ausfallen, speichert das Programm die Zeit und Sie können genau sehen, wie lange das Programm vorher gelaufen ist, bevor der Strom ausgefallen ist. Das sind ein paar der Neuerungen diesen Jahres. Was das Wichtigste ist für die Handwerker vor Ort, ist, dass die ganze Sache leicht zu bedienen ist. Sie stecken einfach Vor- und Rücklauf an, Stromanschluss rein, stellen die richtige Temperatur ein und das Gerät läuft. Und so soll es sein in der Praxis. Man möchte sich da nicht mehr viel damit beschäftigen, wie das Ganze einzustellen ist.